Wir sind zurück zu einer weiteren Folge. Ich habe mir gedacht, ich hau noch heute eine zweite Folge raus. Ja, ich werde heute auch noch auf Twitch streamen. Der Link ist hier, wird hier eingeblendet. Schaut vorbei, würde mich freuen. Und damit geht's mit dem Barmer Let's Play mal weiter. Ja, schauen wir mal, wie das hier wird. Ich will versuchen, mit der 2T-Einstellung schauen, wie viel ich aufnehmen kann. Dazu stelle ich gleich mal die Uhr ein, will sehen, wie viel hier Zeit eingespart wird, wenn wir die Sache schneller veranstalten. Passt. Und die Auslosung ist auch noch dazu. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß beim Zuschauen. Lehnt euch zurück, genießt das Ganze. Und wenn ihr ein, zwei Vorschläge habt, dann schreibt es in die Kommentare. Gehen wir mal alles Discorden. Discarden, nicht Discorden. Also wenn man auf die Idee kommt, so viele Vorschläge. Keine Ahnung, was das soll, das Scouting-Meeting. Barmer startet ins Trainingslager. Zusammenfassung der Trainingsratschläge. So längere Spiele wie diese hier werde ich natürlich mit 2D-Veranstalten versuchen. Schauen wir, was dabei rauskommt. Dun, 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 dun. Es dauert ziemlich lange. Schauen wir uns die Auslosung an. Na, wie lange dauert es hier? Keine Ahnung. Die ganzen Sachen werden hier gebrowsert. Gebrowsert. So, 0 zu 2 gegen Triestina. Teams unter die Lupe. Brescia Calcio. Marco Biocini für 40k. Die wollen den unbedingt haben oder kaufen. Vielleicht schaffen wir die drei Spiele mit dem 2D reinzubringen. Sind nur drei Spiele, aber die Zeit kostet Kraft. Die Zeit rennt. Ich will diese drei Sachen überspringen, damit wir es morgen schon drin haben. Sonst da probieren wir nur die zwei in 2D und das dritte werde ich dann so rüberbringen in Trainingslager, weil es eigentlich eher wichtig ist, wie sich die Mannschaft präsentiert während der gesamten Saison. Ich hoffe, die haben die Hoppala. Ach, der nächste ist verletzt. Das gibt's nicht. So viele Verletzte. 2 bis 3 Monate. Scavone. Gargiulo. 2 bis 3 Monate. Also, das ist nicht sehr fein. Das lässt mein Trainer, ein Co-Trainer über. Gianni Erminio ist hier der, hopp. So, jetzt hat was von dem OBS-Dings nicht funktioniert. Macht nichts. Komm. So, jetzt ist es. Dele Maggiore diskutiert über Leihgeschäfte. Fitnesstest. Alle sind fit, das passt. Brauchen nur Spielpraxis. Teamauswahl. Jetzt lass mal andere Spieler wieder spielen. Schau mal kurz. Die Spieltaktik passt auch zum Spiel. Und das stellen wir dann in 2D um. Können wir hier natürlich in die Meisterschaftsspiele umändern. Ist gar kein Problem. Jetzt sage ich meiner Mannschaft nur: Ey Burschen, geht's raus, beeindruckt mich. We should be winning. Hilft ganz viel. Das geht so. So, 2D Ruck, 2D Klassik. Da können wir das ein bisschen schneller einstellen. So. Jetzt schaut es relativ lustig aus. Und wir sind nicht die Roten, wir sind die Weißen. War der erste Schuss von denen. Geht ein bisschen schneller dahin.
ein paar Folgen werde ich so aufnehmen, ein paar Folgen, die wichtigen Matches werde ich natürlich mit 3D aufnehmen. Wie sich das handhabt, sehen wir dann, wie es euch gefällt. So kommen wir natürlich schneller in die Saison. Ganz klar. Das schaut lustig aus. Da rennen wir als Trainer auf und ab. Die haben zwei Trainer, kann das sein? Nee. 19 Minuten gespielt, das haut hin. Dafür haben Nein, wir sind doch rot, hoppala. Habe ich übersehen, nicht genau geschaut. Nur oben auf die Minuten geschaut. Da hatten wir zwei Torchancen. Das war gar nicht so schlecht. So, Pässchen. Oh, es geht immer nur aufs Tor. Immer geht's aufs Tor. Wir haben daher 68% Ballbesitz. Meine Taktik ist auf Ballbesitz ausgerichtet, auf Kombinationsspiel, dass wir das mit Kurzpässen aufbauen und nicht unnötig den Ball verlieren. Und irgendwann werden die auch mit einer roten Karte bestraft. Abwehrarbeit werden wir dann auch noch trainieren während der Saison. Zuerst wollte mir mal wichtig, sollte, war mir mal wichtig, dass die Fitness da ist. Wir haben genug Torchancen. 10 Schüsse in 45 Minuten. So, gehen wir in die Umkleide. Sprechen wir mit dem Team. Etwas leidenschaftlicher. Burschen, we're in a not badly. We will win this. So. Dann sagen wir den defensiven Spielern, hurcht's zu, Burschen, es könnt's Gas geben. Seid mehr dazu als fähig, Mittelfeld, leidenschaftlich. Dazu seid ihr mehr als fähig und den Attacken auch alle fähig, leidenschaftlich. So, das dürfte Motivations genug sein und damit geht's weiter in die zweite Halbzeit. Wechsel können wir auch machen, natürlich dann, damit jeder seine Einsatzminuten bekommt, damit jeder ganz normal spielen kann. 10 zu 2 Schüsse, nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt wird es Zeit für einen Wechsel, möchte ich mal sagen. Nicht? Darf ich nicht? Okay, gut. Jetzt darf ich. Scarlella Barella. Pam Pam Pam, Roberto Insigne, Mazzucchini, Lascaglia statt Brune. Da kann man mehr wechseln. Sieht doch ganz gut aus, oder? Ah, der schaut exzellent aus, der bekommt auch Einsatzminuten. Munari raus, Davido Giorgino kommt rein. Wir haben überhaupt keine Innenverteidiger, doch. So. Kann nicht gewechselt werden, kann auch nicht gewechselt werden, passt. Bestätigt man das Ganze und dann geht es weiter in die zweite Halbzeit. Die bekommen einfach Einsatzminuten. Damit irgendwie, ja, damit jeder Spielpraxis hat, damit es gut auf die Saison vorbereitet ist. Matteo Marotta. Normalerweise müsstet ihr führen. Ja, so gehört gespielt. Pedro Caracciaravolo. Schönes Tor. Schauen wir uns kurz an. Zack. Ja, eigentlich ist es mir lieber 2D zu spielen, dann ginge das ein bisschen schneller ab. Wir können mehr einbauen in die Folgen. Ich kann einbauen mehr in die Folgen. Ihr könnt mehr Videos dadurch bekommen. Baue ich alle 20, 25 Minuten auf. Und so kommen wir schneller in die neue Saison. Könnte man natürlich, wenn ich länger aufnehme, mehr anschauen. So. Schöner Pass. Ja, und gleich ist dieses Spiel hoffentlich vorbei.
Weil dann haben wir es gewonnen auch. Das erste Vorbereitungsspiel schaut aber fast nicht so aus. Unser Goalie Dnie hat das ganz üblicherweise gut in der Hand. So. Jetzt müsste es gleich vorbei sein, schätze ich mal. Ja. Noch ein paar Minuten. Ramos. Oh ja, jetzt stellen wir uns hinten rein. Und das dürfte noch ein Törchen werden. Nein, ist auch kein Tor geworden, aber ein Eckball. Und hier wird scharf geschossen. Wir haben 14 Schüsse aufs Tor, ein Schuss aufs Tor vom Gegner, 4 Schüsse, Fouls gesamt 15 zu 12. Es ist sehr hart zugegangen. Das müssen wir irgendwie einstellen. So, gehen wir in die Umkleide, sprechen wir zum Team leidenschaftlich und sagen, ja, yeah, was? Scheiße, das wollte ich gar nicht sagen. Wurscht. Leidenschaftlich. Schien abzuschalten. Gut, du schienst abzuschalten, leidenschaftlich. So, das ist nur einer und das Mittelfeld auch. Leidenschaftlich, perfekt. Damit ist die Motivation da. Der zweite Goalie wird sich anschauen müssen. Der müsste sich im Training dann anstrengen. Tja. Gegen Pordenone spielen wir dann als nächstes. Es speichert einmal. Ganz cool. Ganz gemütlich. Und da sehen wir uns gleich wieder. So, weiter geht's. Postergang haben wir keine Nachrichten dabei, keine Nachrichten dabei. Parma gegen Bordone, Bordenone, Portenone. So, weiter geht's. Na komm. Aber es dauert immer so lange. Weißt du was, wir sehen uns gleich wieder. So. Ich glaube, jetzt geht's weiter. Das lasse mein Co-Trainer wieder handeln. Fortfahren. Und dann dürften wir gleich reinstarten gegen Portitone. So, Siegprämie, Liga Serie B hoch und hoch. Transferbudget. Okay, okay. Liegt derzeit bei 1,3 und 1,35. Den nationalen Pokal braucht man nicht unbedingt, aber 1,5 Millionen könnte man brauchen, 2,2 Millionen könnte man auch brauchen. Lassen wir es normal, dann haben wir 1,5 Millionen. Lassen wir 1,1 Millionen, dann machen wir 2,2 Millionen Transferbudget. Das ist ganz normal, dass das Team natürlich Gas geben will. Tja, das steckt die meiste Zeit, das ist ganz lustig, aber das macht nichts. Fitness-Tests haben die zwei auch bestanden. Spielvorschau, Teamauswahl und so. Die Fliege, die hat etwas dagegen, dass ich in den Bildschirm schaue. Ganz normal. So. Und dann entspannen wir bei dem Video natürlich, bei dem Spiel natürlich auch. Frediani. Will be the key in man. Gut, das ist die Aufstellung. Dann gehen wir in die Ding. So, das ist Motivations genug. Und eigentlich ist das der Ankick dann? Ist das der Ankick dann? 2D-Klassik, das passt. Können wir wieder entspannt Fußball schauen. In der 2D-Klassik beim Vorbereitungsspiel. Parma ist das weiße Team. Portenone heißt es richtig. Tut mir leid, falls ich das falsch ausgesprochen habe. Portenone. Ich skip Eckball für Portenone. So, der Schiedsrichter läuft hier auch irgendwo umeinander. Und das waren beide Torschancen da. Aber wir haben mehr Schüsse aufs Tor. Einen aufs Tor, Ballbesitz steigt wieder, wie man sieht, mit fortlaufendem Spiel.
Eckball und raus damit. Okay, der ist aber schön ins Tor gegangen. Er lenkt ihn ins eigene Tor. Das ist bitter. Ah, ne. Wir sind die Weißen diesmal. Schönes Tor. Schön Tor. Schön, schön. Parma ist weiß. Parma ist weiß. Ui, erste Torchance. Und wir haben natürlich mehr Schüsse abgefeuert. 60% Ballbesitz. Fast 60% Ballbesitz. Aber das erkämpfen die sich kurz vor der Pause immer aus. Ich will nicht, dass die selbstgefällig werden. Werdet kreativer. Kreativer werden, Burschen. Es muss ein Tor fallen. Das gibt es nicht. Aus dem Spiel heraus fällt einfach kein Tor. Dafür sind sie sich zu faul und zu schön. 8 Torchancen. Da, die erste Halbzeit ist auch gleich vorüber. Und zeigt nun Zeller gelb. Also die haben sehr viele gelbe Karten hier. Das ist natürlich anstrengend. Schüsse aufs Tor, okay. Dann sagen wir dem Team schnell Medals bestimmt. Das war ganz gut, aber ich weiß, dass ihr noch besser sein könnt. Quite good. Passt, zweite Halbzeit. Und ab der 60. 65. gehen wir wieder auswechseln. Und der Ballbesitz steigt schon wieder oder sinkt und steigt. Das ist immer unterschiedlich. Wow, schöner Ausschuss. Ah, schade. Hätte was werden können. Noch die Chance schauen wir uns an. Oh, da schaut aus, als wäre der im Tor gelandet. Ist er aber nicht. Ist ein Freistoß. So, gute Noten, 5,9 Cervarolo, den werden wir auswechseln. So, der hat 5,9 in dem Spiel, Mazzocchi wird da reingewechselt, wird noch eine schlechte Note, 6,3, schaut auch nicht gut aus. Lass mal was spielen weiterhin, Scaglia kommt rein, Valerio, Lucarelli, statt Spinetti. Sie können nicht mehr auswechseln. Oh, das ist ja nice. War das letzte ein Freundschaftsspiel? War das letzte ein Freundschaftsspiel? Das ist hier die Frage. Und da ist der Ausgleich. Bitter. Das ist sehr bitter. Confirm tactical changes proceed. Yep. Was? Ah, die haben jetzt während Spiel taktische Möglichkeiten ausgehört. Das wollte ich eigentlich nicht. Und da ist die nächste Antwort. Jacopo Tizzi. Das ist die direkte Antwort. Schöner Pass von Munari auf Iscaboni. Scaglia rein damit und zack. Einfach drin das Ding. Das passt perfekt. Das passt perfekt. Schüsse haben wir 17 Schüsse bereits. Das ist der größte Wahnsinn, den ich je gesehen habe. Und die Antwort lässt auch nicht lange auf sich warten hier beim Gegner. So. Sieht nervös aus. Die Spielvorbereitungen waren hier wichtig. So, können wir da raus irgendwie? Nein, kommen wir nicht raus. Schade. Hätte sich ein Treffer verdient hier. Hätte sich ein Treffer verdient. Iscaboni hat hier 63%. Das war auch knapp. 21 Schüsse, 8 aufs Tor. Das ist einfach meine Taktik. Hoffentlich. Mit 21 Schüssen aufs Tor bist du ja gar nicht so schlecht dran. 89. 4 Minuten gibt es noch oben drauf. Das müsste man eigentlich schaffen. Und das Spielende. Umkleide. Yep. Talk to team.
Liebes Team, ihr könnt. Ich drücke immer zu schnell. Statt zu lesen, wäre es halt fein, ordentlich zu lesen. Coppa Italia, Parma gewinnt 2 zu 1. Ah, es war Coppa Europa, dritte Quali-Runde. Damit sind wir in der vierten Qualifikationsrunde. Gegen Crotone. Passt. Wir haben beide Sachen gewonnen, spielen gegen Crotone. Und haben ein Freundschaftsspiel. Das heißt, wir haben damit zwei Matches, ein normales Match reinbauen können und tja, 0 zu 2 Ascoli gegen Cremonese, Parma 2 zu 1, passt. Freundschaftsspiel. Jetzt schauen wir kurz auf den Zeitplan, damit ich das euch auch zeigen kann. Freundschaftsspiel Bergodese und Lumanese, diese Freundschaftsspiele, ja, nehmen wir die mit rein oder lassen wir die oben vor. Die nehme ich nicht mit rein, ich will direkt dann gegen Foggia im morgigen, in der nächsten Folge rein. Foggia 15 Uhr, Serie B. Passt, dann sind wir am Ende des Videos angelangt. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. In diesem Sinne, ciao, ciao.